Ich freue mich jetzt, mit Ihnen in die Podiumsdiskussion einzusteigen. Und Herr Mühling hat es eben angekündigt, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, an Sie als bisherige Zuhörer nur in dieser Podiumsdiskussion auch teilzunehmen. Und das wird im Verlauf der Podiumsdiskussion so passieren. Sie haben die Möglichkeit, hier über, wenn Sie unten mit hier auf Ihrem Bildschirm nachschauen, über Frage und Antwort Fragen einzugeben. Diese Fragen, die erreichen mich im Laufe der Podiumsdiskussion und ich werde sie dann später einspielen. Und Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich direkt zu Wort zu melden. Auch das wird im späteren Verlauf der Podiumsdiskussion möglich sein. Dazu gebe ich dann ein Signal, wenn es soweit sein wird. Denn zunächst einmal kommen jetzt erstmal die Podiumsdiskussionsteilnehmer selbst zu Wort, bevor ich Sie zu Wortmeldungen einlade. Und Sie können sich dann bemerkbar machen, dass Sie gerne einen Wortbeitrag in die Podiumsdiskussion einspielen möchten, indem Sie sich einfach unten auf dem Bildschirmrand auf ein Symbol zu bewegen, das zeigt, dass Sie Ihre Hand heben. Und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, können Sie das überprüfen, indem Sie auf Teilnehmer gehen und dann können Sie auf dem Teilnehmerpanel sehen bei Zuschauern, dann werden Sie ganz oben auftauchen oder unter den ersten auftauchen, dann ist dann so ein blaues Symbol als Hand zu sehen. Wenn das dann der Fall ist, kann ich Sie aufrufen und Ihnen die Sprecherlaubnis erteilen. Also zwei Möglichkeiten haben Sie, an der Diskussion teilzunehmen. Schriftlich, die Fragen werden von Frau Brechtefeld und Frau Sagger aufgefangen und mir zugeleitet und direkt per Handzeichen. Für den ersten Teil unserer Podiumsdiskussion werden wir das so machen, dass wir aber erstmal mit den Mitgliedern, die Sie hier auf dem Bildschirm jetzt sehen, in die Podiumsdiskussion einsteigen. Und Sie haben ja schon unsere beiden Vortragenden, die jetzt auch hier an der Podiumsdiskussion teilnehmen, kennengelernt und haben Ihnen ausführlich eben schon zuhören können. Frau Professorin Daniel von der Universität München, Ernährungswissenschaftlerin, wurde Ihnen von Herrn Mühling schon vorgestellt und eben zuletzt unser Vortragender, Herr Professor Lotze Kampen vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und die beiden brauche ich jetzt also nicht nochmal weiter vorzustellen. Sie kommen aber gleich nochmal zu Wort, wenn wir mit der Podiumsdiskussion weiter starten. Es nehmen des Weiteren teil in der Podiumsdiskussion. Ich gehe mal jetzt auch der Reihenfolge nach, wie Sie auf meinem Bildschirm hier sind. Frau Bender, sie ist Referatsleiterin für Lebensmittel und Ernährung in der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen in unserer Podiumsdiskussion. Ich begrüße Frau Ute Volkwarzen. Sie ist Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und Herrn Gersteuer, Generalsekretär des Bauernverbandes Schleswig-Holstein. So, und zum Schluss, aber nicht zuletzt, meinen Kollegen Professor Frank Döring, Professor für molekulare Ernährung an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät. Und meine Damen und Herren, Sie sehen schon an der Zusammensetzung des Panels und an den Vorträgen, dass wir zwei Bereiche haben, die wir nacheinander jetzt auch erstmal einen Augenblick ansprechen möchten, bevor wir dann die Diskussion weiter öffnen. Ich möchte zunächst einmal die Gelegenheit nutzen, dass wir diese beiden Perspektiven, die wir eben kennengelernt haben in den Vorträgen, nämlich was sind die Herausforderungen für den Agrar- und Ernährungssektor in Krisenzeiten und das Ganze unter der Betrachtung, dass es eben um ja einmal speziell angesprochen den Klimawandel geht und einmal natürlich auch die Gesundheit der Verbraucher, der Konsumenten. Und ich möchte das nacheinander anfangen, diese Diskussion, insofern, dass ich vorschlagen würde, dass wir zunächst einmal aufgreifen den Vortrag von Herrn Lotze Kampen und ich dann nacheinander bitte Herrn Gersteuer und Frau Volkwarzen dazu in die Diskussion einzusteigen und dann kommen wir auf den Bereich der Konsumenten, der Gesundheit und Ernährung und dann bitte ich Frau Daniel, Frau Bender und Herrn Döring nochmal in die Diskussion einzusteigen. Herr Lotze Kampen, ich darf Sie noch mal direkt ansprechen. Sie haben uns ja jetzt eben hier ein Füllhorn ausgeschüttet an Wissen darüber, wie Sie den Klimawandel einschätzen in der Bedeutung für die Landwirtschaft, welche Handlungsspektren Sie für den landwirtschaftlichen Sektor sehen. Und
Ich würde Sie herzlich bitten, ob Sie das für uns nochmal ein ganz bisschen priorisieren können, gerade in dieser Runde, was Ihnen am Herzen liegt, hier als allerwichtigste Maßnahmen vielleicht nochmal hervorzuheben, wo die größten Handlungsbedarfe im Moment sind. Und gerade wenn wir jetzt nicht nur global gucken, sondern vielleicht auch auf Deutschland und regional bezogen, wo sind hier Möglichkeiten aus Ihrer Sicht? Und vielleicht darf ich es durchaus, damit die Diskussion schön Feuer kriegt, auch darum bitten, dass Sie einfach auch mal ausloten, wo Sie Verantwortung sehen für Handlungen. Ja, ich hatte ja gesagt, zum einen glaube ich, ist wichtig zu betonen, es geht um Anpassung und Vermeidung. Es ist nicht entweder oder, sondern gerade im Bereich Landwirtschaft ist Anpassung wichtig und Emissionsvermeidung eben genauso. Bei der Anpassung sehe ich das inzwischen so, dass, glaube ich, die Herausforderungen erkannt sind bei vielen Akteuren. Also das war vor 15 Jahren noch ein bisschen anders, aber da gibt es unheimlich viele Aktivitäten, die Züchter sind unterwegs, die Landtechniker sind unterwegs und so weiter. Also ich glaube, da findet schon viel Forschung statt und da ist die Herausforderung für jeden spezifischen Standort, Lösungen zu finden, ohne genau zu wissen, wo es eigentlich hingeht. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Das wird auch noch auf absehbare Zeit so sein. Also im Grunde so eine Art Risikomanagement zu betreiben und Produktionsverfahren zu entwickeln, die wirklich angepasst sind an variablere Bedingungen. Und das ist natürlich auf einem leichten Gießstandort ganz anders als auf einem schweren Marschstandort. Das ist nun mal so. Und ich glaube, da liegt die Verantwortung tatsächlich bei allen Akteuren, gerade im Produktionsbereich und in der Forschung, hier Lösungen zu entwickeln. Ehrlich gesagt sehe ich die größere Herausforderung im Bereich der Emissionsvermeidung, weil, und da hatte ich die drei Aspekte genannt, die für mich am wichtigsten sind, die Stickstoffüberschüsse, die Emissionsreduktion in der Tierhaltung und die Moore. Und alle drei Aspekte haben so ihre unterschiedlichen Herausforderungen. Stickstoffüberschüsse, da muss man ja ganz klar sagen, na endlich, nach vielen, vielen Jahren haben wir jetzt hoffentlich eine gesetzliche Rahmenbedingungen, die dann auch überprüft werden, dass die Stickstoffüberschüsse wirklich deutlich zurückgefahren werden. Das ist auch nicht auf allen Standorten relevant, aber natürlich da vor allen Dingen in den Regionen mit intensiver Tierhaltung. Also Stickstoffüberschüsse, da sind auf jeden Fall die Betriebe auch gefragt, aber auch natürlich die Politik und die Kontrollmechanismen. Emissionsreduktion direkt aus der Tierhaltung, Wirtschaftsdüngermanagement oder auch Fütterungszusätze bei den Wiederkäuern, das sind alles so technische Maßnahmen, die man weiter erforschen muss und in die Anwendung bringen muss. Aber da ist das Potenzial insgesamt, wenn wir in Richtung Netto-Null denken, überschaubar. Und der dritte Aspekt ist eben die Bewirtschaftung der Moorstandorte. Und das ist jetzt, da sind, glaube ich, da gibt es eben Konzepte aus Greifswald, wie das machbar ist. Wiedervernässung großräumig von Moorstandorten, alternative Nutzungsformen entwickeln. Aber das ist natürlich ein längerfristiger Prozess, den man anstoßen muss und dann auch in Kooperation zwischen Landwirten, Umweltverbänden und anderen lokalen Akteuren, also in Kooperation da neue Lösungsansätze zu finden. Das sind vielleicht die wichtigsten Punkte und zum Thema Ernährung kommen wir dann ja noch. Da würde mich auch dann Frau Daniels Meinung interessieren, wie man relativ klare Botschaften in Bezug auf Gesundheit und Ernährung und Klimaschutz und Ernährung zusammenbringen kann. Ja, das ist nett, wenn wir das vielleicht für den Moment einmal abschichten der Diskussion. Ich glaube, ich möchte jetzt unbedingt mal Herrn Gersteuer zu Wort bitten, dass er vielleicht aus seiner Perspektive mal ja, den Bereich beleuchtet, der Möglichkeiten, wo Handlungsspielräume sind für die Landwirtschaft. Denn Sie vertreten ja hier nun einen ganz wichtigen Berufsstand und können sicherlich dazu auch Einschätzungen speziell für Schleswig-Holstein wiedergeben. Sie müssten Ihr Mikrofon noch ja, anstecken. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Frau Professorin Schwarz. Allen nochmal ein herzliches guten Tag von mir. Wir haben jetzt ja schon einiges gehört zu dem Thema. Ich darf vielleicht zunächst mal erinnern, aber ich glaube, das ist den meisten bewusst, dass die Landwirtschaft beim
Klimawandel ja eine Dreifachrolle hat. Sie ist betroffener, das hat Herr Lotzekampen ausgeführt. Das haben wir auch gespürt, das merken wir auch jedes Jahr, dass sich die Witterungsverhältnisse verändert haben. Sie ist sicherlich auch zum Teil ein Verursacher. Über die Prozentzahlen sollten wir nochmal reden, weil ich finde es nicht ganz fair, wenn man der Landwirtschaft die Moore mit auf die Badehose schreibt. Also 7% sind die direkten Emissionen, das sind die Zahlen des Umweltbundesamtes, das uns sonst gar nicht so freundlich gesinnt ist. Die würde ich mal nehmen, und die 5% der Moore, das ist nicht ganz fair, weil wenn man den Bereich LULUCF, also Land Use und Land Use Change, dazu nimmt, dann müsste man auch die Bindung im Forst und dann müsste man auch die Entlastung durch die Biokraftstoffe dazu nehmen. Und dann sind wir sogar im positiven Bereich, dann tragen wir sogar zur Klimaminderung bei. Das gehört dann zur Fairness dazu. Also gehen wir mal lieber von den 7% aus. Aber Landwirtschaft ist Verursacher und Landwirtschaft nimmt das auch ernst. Der Berufsstand nimmt das ernst. Das will ich hier ganz klar sagen und völlig außer Zweifel stellen, dass sich die Landwirtschaft bewusst ist, dass sie etwas zum Klimaschutz beitragen muss und zur Reduzierung von Emissionen. Und da gibt es ja, und das ist ja die dritte Rolle der Landwirtschaft, da gibt es ja auch tatsächlich Möglichkeiten mit der CO2-Bindung, aber auch der Vermeidung. Damit Sie sehen, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, dafür ist das Thema auch viel zu ernst und die Betroffenheit der Landwirtschaft zu groß, darf ich darauf verweisen, dass wir 2018 eine Klimaschutzstrategie im Deutschen Bauernverband verabschiedet haben. Das war aber schon die Klimastrategie 2.0. 1.0 war schon 8 Jahre vorher. Also wir befassen uns länger schon mit dem Thema und setzen uns da auch selber Reduktionsziele. Also das mal außer Zweifel gestellt. Nur dann sollte man auch das Richtige tun. Und es wird aus meiner Sicht immer sehr schnell auf die Tierhaltung geguckt. Und Fleisch gilt schon seit 70 Jahren als ungesund. Und Obst und Gemüse immer als gesund. Es gibt gerade eine ganz aktuelle Diskussion in Amerika, ob das ausreichend evidenzbasiert ist. Ich sage nichts gegen die mediterrane Diät, aber das ist ja mehr als Fleischverzicht, mediterrane Diät. Ob das mit dem Fleischverzicht so eindeutig ist, da ist man sich nicht so sicher. Aber eins wird immer vergessen, die Tierhaltung ist das Rückgrat der bäuerlichen Landwirtschaft. Ohne Tierhaltung, jetzt sehen wir den Sonderkulturbereich, der ja so einen großen Anteil nicht hat, mal rausnehme, wissen wir, dass wir im Ackerbaubereich Größenordnung für einen Vollerwerbsbetrieb haben müssten, die über den bäuerlichen Größenordnungen liegen. Und dann können wir das höchstens noch in Kooperation schaffen. Und das mit der Transformation, die Herr Professor Lotzekampen so verheißungsvoll ankündigt, das nehme ich auch gerne ernst, das wollen wir auch gerne tun. Nur es ist immer schwierig, die eine ökonomische Einkommensquelle aufzugeben, solange es die andere noch nicht gibt. Und es ist nicht in Ordnung, in dieser Übergangsphase die Tierhalter unter solch einem psychischen Druck zu setzen, wie das im Moment in der öffentlichen Debatte geschieht, indem man sie massiv als Klimasünder darstellt, neben einigen anderen und Umweltsünder. Da müssen wir ein bisschen sachlicher an die Dinge rangehen. Und ich mag das auch mal ein bisschen in Zweifel ziehen. Ein Fleischverzicht würde nicht so viel bringen, wie man vielleicht gemeinhin meint. Es gibt die schönen Beispiele, die das mit einem Flug verbinden. Wenn Sie auf einen Flug nach Gran Canaria verzichten, dann haben Sie 6-mal mehr Emissionen eingespart, als wenn Sie ein Jahr lang kein Fleisch essen. Wenn wir den Fleischverzehr in Deutschland halbieren würden, dann würden wir etwa 0,5% uns dem Klimaschutzziel 2050 näher bringen. Das war sogar noch das alte Ziel mit 40% Reduzierung. Jetzt sagt die EU ja 50%. Also dann ist es noch weniger als 0,5 Prozentpunkte, die uns das dem Ziel näher bringt. Und Herr Lotzekampen, das stimmt auch nicht, dass man sagen kann, wenn wir das weniger Fleisch essen, wird das direkt proportional weniger Emissionen verursachen. Es gibt da die schöne Studie von Professor Schmitz, der sagt, der auch die ökonomischen Gesichtspunkte mal ins Spiel bringt und sagt, wenn wir den Fleischverbrauch hier halbieren, ja, was passiert denn dann? Dann wird Fleisch billiger und dann wird woanders mehr Fleisch gegessen. Das heißt, durch den Effekt halbiert sich das dann nochmal, der Einspareffekt. Also das wird gerade im Fleischbereich wird das Einsparpotenzial überschätzt. Und dann vielleicht noch zum Abschluss eine grundsätzliche Bemerkung.
Man muss meines Erachtens zwei Dinge sehen bei der Landwirtschaft. Erstmal nicht nur, dass es die Tierhaltung Rückgrat der bäuerlichen Landwirtschaft ist, sondern Landwirtschaft nutzt ja nur als einzige natürliche Prozesse, Kreisläufe und letztendlich Sonnenenergie durch die Photosynthese. Also das Energieproblem lösen wir auf eine andere Weise als viele andere Branchen und können als einzige was erzeugen, was vorher nicht da war. Und man sollte auch mal über Vermeidbarkeit von Emissionen reden. Wir sehen jetzt ja gerade in der Corona-Krise, auf wie viel man verzichten kann und trotzdem noch ziemlich gut lebt. Aber auf Ernährung zu verzichten und auch nur auf wichtige Teile der Ernährung, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ohne Ernährung geht es mit der Menschheit schneller zu Ende als mit Klimawandel. Und das hat Herr Professor Dotzekampen, so fair will ich sein, ja auch gesagt, dass man nicht alles im Bereich Landwirtschaft an Emissionen wird vermeiden können. Es geht um eine Optimierung, da kann ich nachher noch einige Beispiele nennen, wo wir auch dran sind, wo wir es optimieren können. Für die Ernährungsdiskussion würde ich gerne noch mit auf den Weg geben, auch wenn das jetzt im Moment mein Thema nicht ist, mediterrane Diät, gut und schön. Aber wir müssen natürlich auch sehen, wer ist denn dazu in der Lage, das im Alltag zu realisieren. Jetzt in der Corona-Krise hat sich gezeigt, der Absatz an Fertigprodukten ist massiv gestiegen. Die Kochfähigkeiten sind nicht gewachsen. Einem Teil der Bevölkerung nehmen sie zu. Aber generell diesen Ernährungsplan an der mediterranen Diät einzuhalten, das überfordert, glaube ich, viele in der Bevölkerung. Dazu kommen wir gleich noch. Sollten wir noch mal über die Anreize reden, ja, wie man die Leute dazu bekommt. Vielen Dank. Danke. Herr Gerster, ich glaube, Herr Lotze-Kampen wird gleich noch mal einmal reagieren. Sie haben ihn mehrfach angesprochen. Ich würde Ihnen aber gerne noch mal einmal kurz die Gelegenheit geben wollen. Sie sprachen ganz zu Anfang an eben, dass das Thema der Veränderung im landwirtschaftlichen Sektor sehr wohl erkannt worden sind und dass es eine Klimaschutzstrategie gäbe. Ob Sie uns da vielleicht noch mal vielleicht zwei Punkte nennen, dass wir, ich glaube, die wenigsten von uns kennen die, sodass wir eine Vorstellung von haben, was die denn beinhaltet. Sie müssen das tun. Ja, die enthält zum einen eigene Zielsetzungen, was die Reduktionsziele angeht. Da haben wir also im Rahmen der Selbstverpflichtung uns was auferlegt. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, auch gleich die Prozentzahlen noch raussuchen, aber ich glaube, die beziehen sich auf den Zeitraum bis 2040. Insofern habe ich die Zahl jetzt nicht ganz parat, weil es ja inzwischen viele auf den Zeitraum 2050 gucken. Und es enthält auch Betrachtungen, wo die Emissionen herkommen aus der Landwirtschaft. Und am Ende, und das ist wahrscheinlich der relevanteste Teil, auch ganz konkrete Vorschläge zu Maßnahmen, die die Landwirtschaft ergreifen kann, um klimaeffizienter zu wirtschaften. Wobei ich das auch noch sagen möchte, wir sind in Deutschland gerade in der Tierhaltung besonders ressourceneffizient. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dazu könnte ich nachher auch noch was sagen, dass bei uns in der Tierhaltung ja vor allen Dingen Reststoffe und Beiprodukte eingesetzt werden, die sonst selber zur Umweltlast werden würden, die dann auch wieder Treibhausgase freisetzen würden. Das wird auch oft nicht gesehen. Und dass wir das Grünland nutzen, was ja zum großen Teil gar nicht ackerfähig ist. Und wir müssen dann auch erklären, aus tierischen Produkten decken wir ein Drittel der Eiweißversorgung weltweit in der Bevölkerung. Und dann müssten wir erklären, wenn wir auf Tierhaltung verzichten oder auch nur in großen Teilen verzichten, wo denn dieses Eiweiß dafür herkommen soll. Vorschläge und vielleicht einmal nochmal direkt Herr Lotze-Kampen dazu, bevor dann Frau Volkwarzen einmal aus ihrer Sicht uns ein Stück weit was berichtet. Ja, vielen Dank. Also die Punkte werden wir wahrscheinlich heute auch nicht alle klären können, aber ein paar Punkte. Also Herr Gersteuer, wir haben das ja neulich schon mal diskutiert. Buchhaltung kann man betreiben, aber die 12%, die stehen, da geht es nur um die sektorale Zuordnung. Das Thünen-Institut bestätigt das auch. Die 5% aus den Mooren, die werden ja größtenteils landwirtschaftlich bewirtschaftet. Und durch die landwirtschaftliche Nutzung entstehen eben die diese 5% der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen. Ja? Also das ist kein Pappenstiel, wie ich eben sagte, auf einer relativ geringen Fläche. Also ich bleibe bei den 12%, da bin ich sehr sicher.
Es hilft nichts, auf die anderen Sektoren zu zeigen. Netto Null heißt Netto Null für alle Sektoren. Es nützt auch nichts zu sagen, naja, dann wandern die Sektoren ab ins Ausland. Ich habe eine globale Brille. Natürlich müssen diese Transformationen überall stattfinden. Es ist völlig klar, dass Deutschland alleine das Klimaproblem nicht lösen kann, Schleswig-Holstein schon gar nicht. Aber am Ende ist das, was in den reichsten Volkswirtschaften wie Deutschland an Umbau, an neuen Entwicklungen stattfindet, auch eine gewisse, also ein Vorbild oder auch ein Leitbild für andere. Sie können ganz sicher sein, dass die Chinesen und viele andere Länder genau auf Deutschland gucken, wie hier was passieren kann. Zum Forst, ich würde auch nicht den Forst mit der Landwirtschaft zusammenhängen. Der Forst hat seine eigenen Herausforderungen. Die landwirtschaftlichen Emissionen müssen im Zuge des Paris-Abkommens runter. Und was die Tierhaltung angeht, ich meine, die Tierhaltung hat noch ein paar andere Probleme außer der Treibhausgasemissionen. Ja, ich habe heute Morgen im Radio Deutschlandfunk eine Reportage zu den Antibiotika-Problemen etc. gehört. Also ich sage mal, die intensive Tierhaltung zu reduzieren, das hätte noch ein paar andere positive Nebenaspekte. Und zu den alternativen Proteinquellen, da sehe ich überhaupt kein Problem. Ich nehme mal das Beispiel Hafermilch. Also Sie können natürlich die Proteinversorgung ohne Probleme aus pflanzlichen Produkten decken. Ich hoffe, Frau Daniel kann das nachher nochmal bestätigen. Und ich sage mal, Hafer, mein Vater hat selber Hafer angebaut, das ist eine wunderbare Kulturfrucht in der Fruchtfolge, die wird bloß nicht nachgefragt. Aber Sie können natürlich einen substanziellen Teil der Milchnachfrage durch getreidebasierte Milchprodukte decken. Das geht ja jetzt schon. Sie können das ja schon kaufen im Supermarkt. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir mal Frau Vollquarzen fragen, wie die Landwirtschaftskammer denn hier drauf reagiert. Und gerade wenn es darum geht, um Forderungen, dass man im Landwirtschaftsbereich Änderungen auch vornimmt, vielleicht auf andere Anbaustrategien setzt. Wie bereiten Sie denn die Landwirte darauf vor? Welche Handlungsspielräume hat denn die Landwirtschaftskammer? Der alte Fehler, Frau Professor Schwarz. Ja, erstmal herzlichen Dank auch von mir, dass ich dabei sein darf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr gerne werde ich da auch einiges zu sagen. Ich habe natürlich die beratende Brille jetzt auch von der Landwirtschaftskammer und möchte Ihnen nur mal kurz ein paar Zahlen nochmal geben, dass auf alle Fälle der Beratungsanspruch sehr gewachsen ist. Der ist gestiegen von 2019 auf 2020. Da haben wir sogar einen Zuwachs in der Beratung von 15%. Das zeigt uns natürlich auch, dass die Beratung einerseits gut angenommen wird, aber andererseits auch einen großen Bedarf hat. Also das gibt, also jetzt gerade jetzt einmal, wo wir auch alle kurz vom Dünger streuen sind, also die neue Düngeverordnung, das gibt Förderung, das gibt viele Dinge, wo wir beraten müssen, aber natürlich auch die Themen, die wir heute besprechen. Also wir als Landwirtschaftskammer haben 30 Berater, direkt als Betriebsberaterin und Berater, und dazu kommt dann eben noch die Produktionstechnik, Pflanzbau, Pflanzenschutz, Gewässer, Schutz und natürlich Tierhaltung, worüber wir auch gerne heute nochmal reden möchten. Ja, der Zuwachs ist leider auch so, dass wir in der sozioökonomischen Beratung immer mehr Fälle haben, also nur eine Zahl von 2020, da waren es 260 Fälle. Und da haben wir mittlerweile 5 sozioökonomische Berater eingestellt. Ja, die Hilfestellung momentan und wo der Weg hingehen kann, das ist natürlich ein breites Spektrum. Es gibt da eben als direkte Hilfestellung die fachliche Beratung, aber natürlich auch die produktionstechnische Beratung, Finanzierung, wo geht der Weg überhaupt hin. Es gibt auch Beratung für schwierige Entscheidungen in den Betrieben, ob man Kooperationen eingehen soll, natürlich Berufsübergaben und anderen Konflikten. Was ganz wichtig ist, dass wir betriebsindividuell beraten und querschnittsübergreifend. Also es geht um Strategien und große Veränderungen. Also wenn ich jetzt einfach mal auf die Tierhaltung auch gucke, zum Beispiel bei der Schweinehaltung, geht es momentan wirklich darum, ums nackte Überleben, Investition oder Ausstieg aus der Schweinehaltung. Es werden Liquiditätspläne erstellt und natürlich immer Hinblick auch auf den Klimawandel arbeitet unser Versuchswesen auch natürlich viele Zukunftsfragen. Da möchte ich auch noch 2 Sachen vielleicht nochmal aufgreifen. Also es geht ja bei uns jetzt bei der Landwirtschaftskammer jetzt nicht nur um die Tierhaltung, sondern wir gucken also das ganze System von oben an. Und Herr Gerstol hat gesagt, dass die Tierhaltung einen ganz großen Faktor einnimmt in Schleswig-Holstein. Das ist es ja so. Wir sind ja wirklich ein Kunststandort.
Ja, es gibt da natürlich um Anbaurisiken und vor allen Dingen auch die finanziellen Risiken abzusichern. Ja, also bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern, wir gucken, ob es irgendwie, wie das mit der bodennahen Technik ist und Vermeidung von Emissionen. Ja, wie wir den Beitrag eben dem Klimaschutz nochmal mit der bedarfsgerechten Düngung nochmal vorbringen können. Es geht um Dünge- und Gewässerschutzberatung und natürlich auch, wie wir jetzt vermehrt auch gehört haben, um auch mehr um den Zwischenfruchtanbau und um verschiedene Fruchtfolgen. Ja, zum Beispiel im Futterkamp haben wir beim Versuchsfeld eine Baumlehrschau. Auch da wird nochmal zu zukunftsweisend auf die neue Technologie immer hingewiesen. Die Landwirtschaftskammer testet eben in der Praxis und gibt deswegen ja Empfehlungen weiter. Und das ist das, was wir jetzt momentan ja bei den Landwirten sehr viel mehr spüren, der Bedarf danach. Also es geht jetzt ums Futter, um geeignete Sorten, um Düngetechnologie, aber es geht auch um Stallbodenbelege. Und ja, im Schweinebereich auch, wie die Arena gebaut werden muss. Aber wo natürlich auch ein großer Bedarf ist an immer mehr Erkenntnissen rund um die Digitalisierung, naja, und vor allem um die Ausbildung. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir den jungen Menschen hierzulande eine Perspektive auch geben. Also die Landwirtschaftskammer ist ja die zuständige Stelle für 12 grüne Agrarberufe hier im Land. Und die Perspektive für die jungen Menschen, die müssen wir hier zusammen gemeinsam finden. Ja, vielen Dank. Und ich würde jetzt gerne die Gelegenheit mal nutzen, die ersten Fragen hier mit einzubringen, die uns über Frau Brechtefeld und Frau Sagor erreicht haben aus der Zuhörerschaft. Ich versuche das mal so ein bisschen zu gruppieren und die richten sich jetzt, wir sind immer noch im Bereich der Landwirtschaft. Wir kommen zu den Ernährungsthemen einen Augenblick später. Also bitte diejenigen, die ihre Fragen bisher vermissen, zur Ernährung, die kommen später auch dran, wobei ich jetzt gleich mal sagen muss, ich kann nicht versprechen, dass wir alle Fragen schaffen zu beantworten, aber ich hoffe doch sehr. Also, der erste Kommentar bzw. die erste Frage, die hier auftaucht, ist von Philipp Hassenbusch. Ich nehme an, dass es einer unserer Studierenden ist. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich namentlich richtig erkannt habe. Welche Maßnahmen könnten neben den genannten, Klammer auf, CO2-Bepreisung und Stickstoffobergrenzen, Klammer zu, im Kampf gegen den Klimawandel besonders helfen und welche sind aus agrarpolitischer Sicht realistisch? Eine Reduktion des Fleischkonsums um die Hälfte hätte für Deutschland als Exporteur im Schweinefleischbereich und somit auch für die deutschen Schweinebauern massive wirtschaftliche Folgen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie wir angefangen haben zu diskutieren. Und dazu passt auch der Kommentar und die Frage von Herrn Professor Beret, dass hier die Sicht aus der Bundesrepublik Deutschland dargestellt wurde. Und wie wollen Sie den zunehmenden Fleischkonsum und den tierischen Proteinbedarf insbesondere in den Schwellen und aufsteigenden Ländern der Welt aufhalten? Können wir uns vielleicht zu diesen beiden Fragen einmal angucken, wer dort Stellung nehmen möchte, ob Herr Lotze Kampen und Frau Volkwarz oder Herr Gerstler jeweils antworten möchten. Ich glaube, zumindest was die Frage von Herrn Tiret anbetraf, da glaube ich, sind Sie direkt angesprochen gewesen, Herr Lotze Kampen. Es ging hier darum, wie sozusagen der tierische Proteinbedarf insbesondere in Schwellen aufsteigenden Ländern der Welt sozusagen aufgehalten werden will, wenn der Fleischkonsum zunehmend wird. Ja, zum einen, also was ich skizziert habe, ist natürlich ein langfristiges Szenario. Aber langfristiges Szenario soll natürlich nicht heißen, dass Aktionen auf die lange Bank geschoben werden. Also ich finde es wichtig, das langfristige Ziel in den Blick zu nehmen und zu sagen, was müssen wir jetzt tun? Und es ist ja völlig klar, wenn die Ernährungsgewohnheiten sich in den meisten Ländern der Welt so entwickeln, wie wir das in den reichen Ländern jetzt beobachtet haben, ja, dann werden wir das Klimaproblem nicht lösen. Das ist genau wie mit dem Energiesektor. Wenn man ständig sagt, naja, aber wenn in China und Indien weiter Kohlekraftwerke gebaut werden, was sollen wir denn dann tun? Also das ist, ich skizziere hier ein Szenario, was möglich ist und was aber am Ende auch in anderen Ländern verfolgt werden müsste. Und man muss sich überlegen, was sind die ersten Schritte?
Der Punkt ist, und das ist natürlich dann auch das Problem der Abwanderung, das grüne Paradoxon, was Herr Gersteuer angesprochen hat. Wenn wir hier unsere Nachfrage reduzieren, ist genau das Gleiche wie im Energiesektor, dann gehen die Preise runter, dann wird in anderen Ländern mehr nachgefragt. Das ist unvermeidbar, deswegen braucht es ja auch eine internationale Anstrengung. Deswegen braucht es natürlich internationale Koalitionen, wo Länder gemeinsam aktiv werden. Und bei der Bepreisung, ich glaube, Bepreisung ist extrem wichtig. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, es wurde letztes Jahr über die Mehrwertsteuerreduktion für tierische Produkte diskutiert. Eine reduzierte Mehrwertsteuer auf tierische Produkte ist aus ökonomischer Sicht eine Subvention. Ja? Das ist ein negativer Preis. Implizit ist es ein negativer Preis für die Emissionen, die aus der Tierhaltung kommen. Und das ist natürlich ein Preissignal, das völlig in die falsche Richtung geht. Also das heißt, im Prinzip müssen die Emissionen implizit oder explizit bepreist werden, sodass es ein Signal gibt, die zu reduzieren und dass es auch ein Signal gibt, auf der Verbrauchsebene darauf zu reagieren. Und am Ende kommen wir doch wieder zum Thema, wie sich Ernährungsgewohnheiten ändern können, weil eben die Emissionsbegrenzungsoptionen im Agrarbereich selber relativ teuer sind. Aber die Preise werden sich in Zukunft so entwickeln, dass auch die verfolgt werden. Ja, Herr Gester. Ja, ich gehe da gerne nochmal drauf ein. Also Professor Dazikanten sagte vorhin, am Vorbild Deutschland sollen sich die anderen Länder dann orientieren. Ja, nur wir haben doch da noch gar nichts. Also mir ist das nicht klar, wie wir die Leute zu weniger Fleischverzehr bringen wollen. Bis jetzt haben wir nur den erhobenen Zeigefinger. Und wir lernen schon bei den Kindern, eigentlich lernt man mit Belohnung besser als mit schlechtem Gewissen. Also ich halte das nicht wirklich für einen Weg, jetzt neben der Flugscham den Leuten auch noch Fleischscham einzureden. Und ich vermisse eigentlich das Nudging. Man redet immer über solche Anreizmomente. Allein die Verheißung, längeres Leben, ist so wenig konkret. Und das Fleisch schmeckt ja nun mal so verdammt gut. Und es ist wenig gewonnen, wenn wir hier weniger essen und die anderen davon mehr verzehren. Und bei einer CO2-Bepreisung, da muss man ja ganz klar sagen, da fehlen uns ja eigentlich auch noch die Instrumente. Also ich würde nicht so gerne, ich will es auch nicht auf die lange Bank schieben, aber gerade deshalb würde ich nicht so große Transformationsvorstellungen, ich hätte fast gesagt Fantasien, beschicken, sondern dass das, was wir haben in der Tierhaltung, das, was wir haben in der Düngung, da haben wir noch enormes Potenzial, die Dinge zu verbessern. Und ich fange mal an mit der Tierhaltung. Wenn wir die anfangen würden, Fleisch teurer zu machen oder CO2 zu bepreisen, dann würde im Moment das in eine stumpfe Abstockung von Viehbeständen enden und damit in der Vernichtung von wirtschaftlichen Existenzen und auch von volkswirtschaftlichen Vorteilen. Wir wissen nämlich überhaupt nicht, welche Betriebe klimaeffizient wirtschaften und welche nicht. Es gibt sowas in Niedersachsen, eine Klimaschutzberatung, wo man in der Schweinehaltung aber auch nur berechnet, wie klimaeffizient man wirtschaftet. Das bräuchten wir dann für alle Betriebe. You can't manage what you can't measure. Das kennen wir aus dem Englischen. Das heißt, wir müssen erstmal betriebsindividuelle Daten müssten wir ermitteln, wer klimaeffizient das Fleisch erzeugt. Und die müssen wir belohnen. Und die anderen werden dann bestraft, die es nicht so gut können. Ja. Das fehlt aber noch. Im Bereich Düngung bin ich gar nicht sorgenvoll. Da gehen schon seit Jahren die Absatzzahlen für Mineraldünger zurück. Da hat die Düngegesetzgebung ihre Folgen, aber auch unsere Allianz für den Gewässerschutz. Wir haben hier wirklich einen Bewusstseinswandel geschafft, dass man mit einem geringeren Nährstoffüberhang nicht nur Gewässer schützt, sondern auch Geld spart. Und man schützt auch noch das Klima. Da sehe ich noch erhebliche Effizienzen. Insbesondere müssten wir den Wirtschaftsdünger, wir müssen gar nicht abstocken. Wir müssen nur den Wirtschaftsdünger besser verteilen, der ja auch noch besser ist, weil er in der Regel zur Humusbildung beiträgt und dann mehr CO2 im Boden bindet. Uns fehlen Anreize für die Ackerbaubetriebe, Wirtschaftsdünger zu übernehmen. Da müsste man sich was überlegen. Dann würde gleichzeitig der Mineraldüngerverbrauch zurückgehen. Und wie gesagt, wenn Sie Tierhaltung abbauen, haben Sie auch weniger Wirtschaftsdünger, dann müssen Sie ihn aufwendig Mineraldünger erzeugen. Mit dem Haber-Bosch-Verfahren, was sehr energieintensiv ist. Auch das wird immer nicht bedacht. Also ich glaube, lass uns die kleinen Schritte machen, anstatt große Transformationsvorstellungen. Da, wo wir jetzt was tun können,
sollten wir beginnen, da ist noch erhebliches Potenzial. Und dann, damit können wir auch Vorbild sein, weil das auch Kostenvorteile bringt für die Landwirtschaft. Super. Also ganz kurz, Herr Lotze, haben wir nämlich noch andere weitere spannende Fragen, die ich nochmal mit einspielen möchte, die nicht nur in diese Richtung zielen. Und wir wollen natürlich auch noch den Ernährungssektor ein bisschen, den Konsumenten noch ein bisschen in den Blick nehmen. Herr Lotze-Kamp, eine kurze Antwort auf Herrn Gersteuer? Genau. Zum einen, Herr Gersteuer, die Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg, Herr Lazada, die machen Emissionsbilanzen für Milchviehbetriebe schon seit 10 Jahren. Das ist natürlich total wichtig, da eine Informationsgrundlage zu haben. Sie haben, glaube ich, einige der nächsten Schritte benannt. Das Thema Grünland wurde noch angesprochen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, alternative Nutzungsformen fürs Grünland zu finden. Aber ich verweise auch da auf den Aspekt Biomasse längerfristig, was ich gesagt habe. Das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, das ist global auch ein Problem, weil wir natürlich riesige Grünlandflächen haben. Können wir auch noch diskutieren. Kann ich da eben einmal einhaken? Ich glaube, genau dazu haben wir 2 Fragen. Vielleicht können wir die nämlich gleich mit aufnehmen. Hier ist eine Frage von Herrn oder Frau Rixen, die Sie anspricht, nämlich der fruchtbare Boden auf der Erde ist knapp. Würde sich der Streit um Teller und Tank durch die Maßnahmen mehr Biomasse für Energie oder Dämmung statt für Lebensmittel anzubauen verschärfen und den Hunger fördern? Das ist die eine Frage. Und ich glaube, ich belasse da mal, sonst wird es zu komplex, wie ich da die zweite mitnehmen. Ja, fruchtbarer Boden ist knapp, aber ich komme wieder auf die Tierhaltung. Ja, wenn Sie global, wir haben da ganz schön viele Szenarien zu, wenn Sie global die Tierhaltung reduzieren, setzen Sie extrem große Flächen frei. Und eine alternative Nutzungsform ist natürlich Aufforstung. Großflächige Aufforstung gehört auch zu einem Element, gerade auch der Transformation des Energiesystems und der Netto-Null-Diskussion. Könnte ich auch mehr zu sagen. Also ich bestreite, dass die Haltung mit Wiederkäuern die einzige Nutzungsform von Grünland ist. Aber das ist eine große Herausforderung. Muss man auch neue Bewirtschaftungsformen finden. Also ja, Flächen sind knapp in gewisser Weise, aber es hängt sehr stark am Nachfrageszenario ab. Und dann möchte ich nochmal das Thema Leguminosen ins Spiel bringen. Es ist ja nicht so, dass man nicht Landwirtschaft mit relativ geringen Tierzahlen betreiben kann. Ne? Man kann natürlich mit Leguminosen die Stickstoffversorgung sicherstellen. Aber da sind wir auch wieder bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Ja, solange Bohnen, Linsen, Erbsen nicht massiv nachgefragt werden, ist es natürlich betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Und wir sind wieder beim Thema Ernährung. Da wird Frau Daniel was zu sagen können. Hülsenfrüchte sind nicht nur schöne Anbaukulturen, die sind auch wertvoll für die Ernährung. Ja, das ist super. Und es gibt jetzt auch nur noch eine Frage aus dem Publikum und dann würde ich auch tatsächlich die so oft angesprochene Ernährung jetzt gleich erstmal aufrufen. In diesem Zusammenhang gibt es hier noch eine Frage. Ah ja, ich glaube, von der Landwirtschaftskammer. Na, ich interpretiere das wahrscheinlich falsch. LKV Niedersachsen. Die Aussage, ca. 70% der weltweiten Landnutzung sind Grünland. Grünland mit mittelintensiver Nutzung ist ein guter CO2-Speicher. Ist die Nutzung der Grünland- und Moorstandorte mit Milchvieh nicht die effizienteste Nutzung? Vielleicht geht die Richtung also in alle drei Experten. Ich dazu noch mal, das gibt mir die Gelegenheit, das nochmal zu sagen. Ich finde noch beeindruckender, es gibt eine schöne FAO-Studie aus 2017, die sagt, 83% von dem, was wir an die Tiere verfüttern, ist für den menschlichen Verzehr gar nicht geeignet. Und das wird vergessen. Wir haben Neben- und Beiprodukte. Und das ist nicht nur das Gras und das Grünland, das ist das Futtergetreide, aber das sind auch Koppelprodukte, wie das Sojaschrot ist letztlich auch ein Koppelprodukt zum Sojaöl und andere Dinge. Und mit der Flächennutzung ist es genauso. Und also bitte, Aufforstung, das kann man machen, aber bitte doch nicht in Schleswig-Holstein. Wir sind nun wirklich ein Gunststandort und wir müssen zur Ernährungssicherung wirklich auch mit beitragen, weil wir zu den gemäßigten Zonen gehören. Also wenn wir anfangen würden, hier bei uns jetzt mit Aufforstung das Problem zu lösen, das wäre sicher falsch. Und zweiter Anmerkung nochmal zu den Mooren. Derselbe Staat, der jetzt die Wiedervernässung der Moore propagiert, ist derselbe Staat, der diese Standorte mal entwässert hat und die Bauern dorthin gesetzt hat. Und die haben ihre Existenz darauf ausgebaut. Und wir diskutieren das mit den Mooren immer sehr galant über die Köpfe der dort wirtschaftenden Landwirte hinweg.
ich weiß nicht, wie wir uns fühlen würden, wenn wir ein Haus hätten, wo wir wohnen, wo gesagt wird, da wo du wohnst, da wird alles wieder vernässt. Du kannst dich schon mal darauf einstellen, morgen bist du nicht mehr da. Also da müssen wir auch mal ein bisschen mehr Rücksicht auch auf die Psyche nehmen. Das wird hier vergessen, so wie die Diskussion generell geführt wird. Auch mit den Antibiotika kann ich noch viel zu sagen. Das stimmt ja nun gerade nicht in der Landwirtschaft. Wir haben auf ein Drittel, nicht um ein Drittel, reduziert Antibiotika. Und die meisten Resistenzen kommen aus dem Humanbereich und nicht aus der Landwirtschaft. Also dieses ewige Daueranklagen an die Landwirtschaft. Wir sollen das Streiten aufhören. Lass uns aus den Gräben rauskommen. Wir müssen Lösungen finden. Und lass uns da lieber die kleinen und realistischen Schritte gehen, die auch eine ökonomische Überlebenschance für die Landwirte bieten. Und dann sind wir dabei. Wir können auch gerne über weniger Fleischverzehr reden. Und wir können über effizientere Tierhaltung reden. Das machen wir alles mit. Aber nicht diese Pauschalanwürfe und Betrachtungen. Danke. Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einmal kurz die Gelegenheit und gehen auf die schon viel angesprochene Möglichkeit, eben über die Ernährung des Konsumenten auch ein Stück weit zu steuern ein. Und ich würde ganz gerne sozusagen einen kleinen Shift in unserer Diskussionsrunde machen und nochmal Frau Daniel zu Wort bitten und nochmal ihr Fazit ziehen aus dem, was sie uns vorgetragen hat. Wo liegen denn da wirklich Möglichkeiten für den Konsumenten jetzt vernünftig mit Empfehlungen umzugehen? Und wo sehen Sie die Rahmenbedingungen noch als noch nicht so günstig an, dass der Konsument tatsächlich sich gesundheitlich förderlich ernährt? Sie haben uns ja viele Beispiele gegeben, die dazu gut waren, etwas die Augenbrauen hochzuziehen beziehungsweise irritiert zu sein. Was ist das Fazit, was Sie ziehen würden? Ja, vielen Dank, Frau Schwarz. Ich möchte zunächst noch mal feststellen, ich bin keine Verfechterin des Vegetarismus oder gar Veganismus. Ich bin absolut bei Ihnen, Herr Gersteuer. Das ist eine unverhältnismäßige Diskussion, auch um das Fleisch. Eine Stunde Streaming am Tag macht ja dreimal wett, was ein Fleischkonsum mit 60 Kilogramm und nach Bundesumweltamt mit 5,24 Kilogramm CO2 im Mittel eben unsere Emissionen angeht. Mir tun die Landwirte abgrundtief leid, ja, weil sie jetzt in ein Bashing-Verfahren reinkommen. Sie sind natürlich getrieben. Sie sind auf der einen Seite von der Politik getrieben worden in bestimmte Richtungen, auf der anderen Seite vom Produzenten- und Lebensmitteleinzelhandel. Und gerade der Letztere spielt in Deutschland aus meiner Sicht eine schon grenzwertige Rolle, ja, wie das Thema Lebensmittel, Ernährung, Gesundheit sozusagen vermarktet wird im Markt. Also ich bin bei Ihnen, das ist überzogen in der Darstellung. Nichtsdestotrotz spricht ja nichts dagegen. Ja, global gesehen sind all die Dinge, die eben genannt wurden, ja, von Herrn Lotze-Kampen natürlich zutreffend. Aber letztlich wird der kleine Bauern in Afrika noch die nächsten 30 Jahre eine Kuh brauchen als Existenzgrundlage, weil das, was bei ihm vor der Tür wächst, für den menschlichen Konsum eben nicht geeignet ist. Und es braucht eben einen Pansen dafür. Kurzum, das, was ich sagen wollte, ist, wir haben in den letzten Jahren einfach eine Politik in diesem ganzen Sektor betrieben und kollektiv, das heißt also von der Politik über die Versorgungssysteme, über den Lebensmitteleinzelhandel, über die Wissenschaft hinweg. Das heißt, ja, billige Produkte in den Markt zu bringen, aber zum gleichen Zeitpunkt eben den Gesundheitswert überzogen auszuloben. Und ich habe die Paradoxien dargestellt, ja. Also Ernährung ist wichtig, gar keine Frage. Ja, aber es gibt viele andere Dinge auch im Lebensstil, die kompensieren, ja, was man da an gesundheitsförderlicher Ernährung treiben kann. Meine Hoffnung besteht aber, dass wir hier mit einer gewissen Sensibilität tatsächlich ein neues Leitbild formulieren, so schwierig das auch ist. Denn immerhin haben wir seit dem Wirtschaftswunder jetzt, ja, 70 Jahre Konsumenten erzogen, in Deutschland so billig wie möglich einzukaufen im Lebensmittelsektor und dafür erstaunlich gute Qualität zu bekommen. A change of paradigm, ja, kann nicht über Nacht stattfinden. Einfach nicht möglich. Das heißt, wir brauchen den langen Atem und wir müssen die Dinge differenziert angehen. In einer Zeit, wo differenzierte Betrachtungen offensichtlich nicht mehr gewünscht sind. Ich nenne noch ein Beispiel und dann bin ich draußen. Wenn Sie
hochgradig ver- und bearbeitete Convenience-Produkte auf pflanzlicher Basis in die CO2-Bilanz einbringen, und zwar nicht auf 100 Gramm bezogen, sondern auf 100 Kilokalorien bezogen, dann sind die CO2-Emissionen für diese pflanzlichen Produkte höher als die vom Fleisch. Ich will nur sagen, hinter allem, ja, können wir verschiedene Grauwerte definieren. Das macht es so schwierig in einer Zeit, die sozusagen digital ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir uns alle verpflichten, und da sehe ich jetzt auch die Fakultäten, wie in Kiel, wie in Gießen, wie in Jena, wie in Weihenstephan, mit daran zu arbeiten, neue Leitbilder für diesen ganzen Bereich zu definieren. Im Sinne von einer, ja, One Health Diet, da ist ganz viel drin. Und es ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, und ich würde mir wünschen, einen großen Verbund dieser Fakultäten in Deutschland, die tatsächlich in diesem Spinnennetzwerk, was ich gezeigt habe für die verschiedenen Werte, sozusagen das Benchmarking machen. An keinem Standort finden Sie so viele Experten wie in diesen Fakultäten, die tatsächlich in all diesen Dimensionen die Dinge bewerten könnten. Also ich würde mir wünschen, dass es sowas gibt wie einen universitären Label, ja, wie die ganzheitliche Betrachtung, ja, eines solchen modernen, zukunftsfähigen Lebensmittelsystems, ja, sich gestalten könnte. Und das, ja, reiche ich weiter, denn Verbraucher brauchen Anleitung dafür. Und letzter Satz, Herr Gerstor, ja, natürlich ist das alles zutreffend, was Sie sagen. Convenience hat zugenommen, die Fähigkeit zu kochen hat abgenommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein solcher Wechsel, ja, in den Ernährungssystemen vor der Tür steht, weil Leute auch in Corona-Zeiten gelernt haben, es gibt noch andere Qualitäten. Aber das braucht einfach den langen Atem. Ja, vielen Dank, Frau Daniel. Und ich würde ganz gerne Frau Bender bitten, da einmal etwas zu sagen. Sie sprachen jetzt eben gerade darauf an, dass tatsächlich schon auf Wechsel angelegt wurde. Und Frau Bender, Sie beobachten ja auch das Konsumverhalten. Im Moment können Sie da Änderungen erkennen. Und gibt es da was aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, naja gut, da könnte man mit drauf aufbauen. Das könnte tatsächlich eine Verschiebung in Zukunft im Konsumverhalten bedeuten, die dann auch sich dann in der weiteren Perspektive natürlich auf den Primärsektor und dessen, was dort gefordert wird, anzubauen, auch auswirkt. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professorin Schwarz. Ich möchte gerne das, was Frau Professorin Daniel gesagt hat, aufgreifen, nämlich Verbraucher und Verbraucherinnen brauchen Anleitung. Das beobachten wir auch und das sehen wir genauso. Wenn wir uns mal aktuell den Label-Dschungel in den Märkten angucken, dann ist das alles andere als Orientierung. Wir plädieren wirklich für mehr Transparenz, für Siegel, für Leitsiegel, hinter denen auch rechtlich verbindliche Definitionen und ganz klare Kriterien stehen. Wenn wir uns jetzt mal aktuell anschauen, die Tierwohldebatte oder auch regionale Lebensmittel, wir sind immer noch nicht so weit, dass wir da verbindliche Definitionen haben, auf die sich Verbraucher und Verbraucherinnen wirklich verlassen können. Klar, wir haben die EU-Siegel, wir haben das Regionalfenster, aber wie weit sind die wirklich verbreitet? Einfach ein Siegel auf den Markt bringen und dann, das wird schon funktionieren, das wird sich schon irgendwie verbreiten, das funktioniert nicht. Wir sehen jetzt, wie beim Bio-Label zum Beispiel Ökobarometer aktuell zeigt, der Konsum an Bio-Lebensmitteln hat angestiegen, aber das Bio-Siegel wurde begleitet von einer unheimlich umfangreichen Kampagne unter Ministerin Künast. Und das muss auch bei allen anderen Labeln und Siegeln, die wir einführen, passieren. Wenn wir uns den aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft anschauen, dann stellen wir auch gerade zu Corona-Zeiten fest, und da wurde eben auch speziell noch zu der Corona-Zeit erhoben, es wird zu über 30% mehr gekocht, es wird mehr eingekauft und es wird auch mehr zusammen gegessen. Die Kochboxen und Biokisten haben einen Boom erreicht und das ist eine Chance, die wir unbedingt nutzen sollten, die Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt dort zu fassen und diese Entwicklung teilweise eben auch weiterhin mitzunehmen. Denn die Corona-Krise hat uns auch gezeigt, wo wir eben noch nicht so weit sind und wo auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf ist. Und das wünschen wir uns für die Verbraucher und Verbraucherinnen, tatsächlich verlässliche Label, Siegel und Orientierung. Es wird immer gesagt, der Verbraucher will billig, er will das ja nicht kaufen.
Aber niemand möchte mehr für etwas bezahlen, wenn er oder sie die Qualität nicht wirklich dahinter erkennen kann. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn man sich Studien anguckt, ja, die Verbraucher entscheiden sich teilweise anders. Das mag daran liegen, dass sie nicht mehr Geld ausgeben wollen oder auch können. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es darf auf dem Markt nicht nur schwarz und weiß geben. Also nicht entweder ich kaufe Haltungsform 1 oder Haltungsform 4. Und das möchte ich dazu auch noch sagen, wenn ich etwas anbiete, dann muss es auch verfügbar sein in den Märkten. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, Haltungsformkennzeichnung, es ist ja kein Tierwohllabel. Die Haltungsform ist ja lediglich eine Gruppierung oder Einsortierung verschiedener Label, die auf dem Markt sind. Dann sind bestimmte Fleischsorten in bestimmten Haltungsformen überhaupt nicht für den Verbraucher zu bekommen. Und das haben wir in 2 Marktchecks mittlerweile festgestellt, dass teilweise Haltungsformen eben Stufen komplett wegfallen. Und das bedeutet, der Verbraucher oder die Verbraucherin kann sich hier gar nicht bewusst für etwas entscheiden. Vielen Dank, Frau Bender. Sie haben 2 Aspekte angesprochen. Ich würde Frau Völkwarzen gleich noch mal bitten, aber um einen Moment Geduld, weil ich würde gerne, dass Herr Döring auch erst noch mal mit in die Podiumsdiskussion hineinkommt. Ich habe den Aspekt sehr wohl abgespeichert, den der Label. Aber Frau Bender, Sie sprachen eben davon, dass Sie beobachtet haben, dass während der Krise jetzt der Verbraucher auch mehr wieder kocht. Das würde für mich bedeuten, dass er sich mehr Zeit nimmt, sich mit seinem Essen und seiner Ernährung zu befassen. Und dazu möchte ich ganz gerne Herrn Döring befragen. Frank, was würdest du denn da für eine Chance draus ableiten? Du musst dein Mikrofon anmachen. So, erst nochmal herzlichen Dank, Hanni, für den schönen Vortrag. Und was die Label anbelangt, also man kann ja, sagen wir mal, 2 Sichtweisen kann man ja sehen. Entweder sagt man, wir müssen das sehr stark vereinfachen, weil der Verbraucher eben, wie Frau Daniel gesagt hat, kein Hochschulstudium in Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaft hat. Man kann aber auch die andere optimistische Perspektive einnehmen, dass ja der Verbraucher oder wir alle zukünftig durch die Digitalisierung wesentlich mehr Zeit haben. Also 30-40% der Arbeitsplätze, zum Beispiel im Versicherungsbereich, fallen ja sozusagen weg durch Roboter. Und wenn wir optimistisch sind, dann arbeiten wir eben zukünftig nur noch 25 Stunden alle. Dann haben wir Zeit und dann können wir uns ja differenziert sozusagen mit diesen Dingen, einschließlich Kochen, auseinandersetzen. Also ich würde so ein bisschen die These von dem Philosophen Precht übernehmen, dass im Rahmen der Digitalisierung wir Muße haben und uns dann eben mit solchen Dingen differenzierter auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich aber nicht gegen diese Label, die aber naturgemäß ihre Schwächen durch Vereinfachung haben. Ja, super, vielen Dank. Und Frau Volkwarzen hatte sich eben auch zu Wort gemeldet. Ich glaube, Sie wollten auch noch was zu den Labeln sagen. Und ja, dann würde ich ganz gerne die Runde hier ein ganz bisschen drum bitten, nochmal sich den Fragen der Zuhörer mit mir gemeinsam zu widmen. So, Frau Volkwarzen jetzt aber mal. Ich würde auch so gerne 2 Dinge von Frau Bender aufgreifen. Einmal die Regionalität. Also das hat auf alle Fälle die Pandemie gezeigt. Also das ist wesentlich also messbar, dass der Trend zu mehr Regionalität geht. Und dennoch ist die Regionalität nur eine wichtige Ergänzung und absolut nicht die Lösung für den Weltmarkt. Also ich möchte es auch noch gerne mal aufgreifen. Ich kann aus persönlicher Betroffenheit dazu was zu sagen. Wir selber sind ja auch regionaler oder verbreiten unsere Produkte regional bei uns zu Hause. Aber es ist nur eine Ergänzung. Anders kann das Betrieb nicht laufen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also rein theoretisch würden wir alle in Schleswig-Holstein alle unsere Dinge regional verbreiten wollen, würde es nicht gehen, weil ich einfach sagen kann, wir haben einen Hofladen und trotzdem sind in dem nahen Ort nicht sämtliche Discounter deswegen pleite gegangen, weil es uns jetzt gibt. Und man muss einfach mal einen landwirtschaftlichen Betrieb sehen. Das würde nicht funktionieren. Es ist wirklich eine Ergänzung. Natürlich hoffen wir alle, dass die Krise das Bewusstsein für unsere regionalen Produkte auch nachhaltig lässt. Und da müssen wir natürlich warten, was dabei rauskommt. Und den zweiten Aspekt, und zwar wegen der Labels, möchte ich auch nochmal aufgreifen.
Wir als Landwirtschaftskammer, wir haben ja das Gütezeichen schon seit 1965 und Frau Bender sitzt ja auch mit einem Qualitätsausschuss bei uns. Und daran kann man ja sehen, seit 1965 gibt es dieses Gütezeichen, das ist das älteste Zeichen Schleswig-Deutschlands, also Produkt für die Produktqualität. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Vor 20 Jahren war es eigentlich eher altmodisch, auch regional zu kaufen. Und da war der Drang lange nicht so groß. Aber wir erleben jetzt, also das explodiert geradezu, wie viele Betriebe gerne das Gütezeichen erlangen möchten. Und dafür kann ich nur werben, dass wirklich ein Zeichen ganz, ganz wichtig sind für alle Verbraucher. Also nochmal eine ganz kurze Zahl nochmal fürs Gütezeichen, damit Sie ein Gefühl für haben. Also wir haben momentan 260 Betriebe und über 700 Produkte in unserem Gütezeichen in Schleswig-Holstein. Ja, vielen Dank. Wenn Sie erlauben, würde ich jetzt gerne mal zwei, drei Fragen aus dem Publikum mit rausholen und danach würde ich auch gerne zulassen, dass das Wortmeldungen kommen. Also diejenigen, die sich gerne selbst zu Wort melden möchten, können sich darauf einstellen, hier nach dieser Fragerunde werde ich drei Wortmeldungen zulassen. Ich sehe jetzt schon, dass wir nicht alle Fragen und Wortbeiträge vermutlich schaffen, abzuarbeiten. Ich bitte da wirklich um Entschuldigung. Auf der anderen Seite Kompliment an die Organisatoren. Es scheint doch sehr gut zu funktionieren, was es anbetrifft, alle Mann hier mit anzusprechen. Ich habe hier eine Frage von Frau Butler. Sie sagt, die meisten kaufen ihr Fleisch noch im Kühlregal beim Discounter. Und viele können sich das finanziell ja auch gar nicht leisten. Eine Reduktion des Fleischkonsums um die Hälfte hätte für Deutschland als Exporteur im Schweinefleischbereich somit auch massive wirtschaftliche Folgen. Sie fragt nach, und das ist der eigentliche Kern ihrer Frage, wie erklärt man sich eigentlich die Inkohärenz zwischen Bereitschaft für Kaufentscheidungen und die tatsächliche Lage? Wer möchte dazu antworten? Ich sehe Frau Völkwatzen und Frau Daniel nicken. Wollen Sie beide dazu was sagen? Frau Daniel, ist das Mikrofon ja, gemutet? Sagen Sie was, ja. Also ich habe jetzt natürlich da, ich bin keine Psychologin, ja, um Ihnen jetzt hier eine wissenschaftlich fundierte Antwort zu geben. Ja, die Krux ist tatsächlich, dass ja, man da sich sozusagen unbeobachtet durcharbeitet und sich bei jeder Befragung auch eine Werteordnung gibt, die, ich sag mal, einen selbst überhöht. Und von daher, ja, wir haben auch, also auch keiner würde sagen, er ernährt sich ungesund. Ja, das ist also wirklich etwas, was wir, ja, überfordert und überstrapaziert haben. Und von daher, auch da kann ich nur antworten, wenn wir das ändern wollen, dann begeben wir uns auf einen ganz, ganz langen Weg. Aber, ja, wenn wir das als eine konzertierte Aktion verstehen, dann schaffen wir das. Da bin ich im tiefsten überzeugt davon. Und vielleicht noch einen Satz auch zu Frank. Die Digitalisierung ist natürlich auch eine Chance, ja, all diese Dinge, die wir eben aus Sicht des Verbrauchers, ja, und seiner, wie soll ich sagen, Orientierungslosigkeit in dieser komplexen Welt definiert haben, zu ändern. Ich könnte mir gut vorstellen, das ist meine Vision, wir haben den personalisierten Supermarkt. Ich habe meinen eigenen Supermarkt. Und vorne an der Tür definiere ich, was ich haben will, dass alles aus der Region kommt, alles Haltungsklasse 4, ja, fair gehandelt. Ich will auch nicht, dass in ja, Spanien, in Almeria für meine Paprika irgendwelche Migranten unter lebensunwürdigen, menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, etc., etc. Das heißt, ich definiere eigentlich meine Werteordnung am Eingang des Supermarktes und bekomme dann eben eine Kollektion von Produkten, die diese Ansprüche, ich sag mal, am besten abdeckt. Das bricht die Systeme, wie wir sie jetzt haben, aber in dieser Digitalisierungsvision steckt wirklich für mich ein ganz großes Potenzial, es auch dem Konsumenten viel, viel einfacher zu machen. Ja, danke. Herr Lotze-Kampen, noch eine Antwort auf die Frage, wie die Inkohärenz begründet ist zwischen, ja, wie soll ich mal sagen, Angaben in Umfragen und tatsächlichem Kaufverhalten. Wollten Sie dazu was sagen? Ja, und in Ergänzung zu Frau Daniel, ich meine, das kennen wir ja in vielen anderen Bereichen auch. Deswegen würde ich sagen, ist es so extrem wichtig, dass die Preise, die die Menschen sehen, die Wahrheit sprechen. Und das ist was, das lernen Sie im ersten Studienjahr landwirtschaftliche Marktlehre.
Und dafür, deswegen ist das Thema Besteuerung und Preissignal so wichtig. Denn wenn Sie zum Beispiel die Emissionen bepreisen und diese Preise spiegeln sich in den Marktpreisen wieder, dann brauchen Sie auch keine moralische Diskussion zu führen, ob es jetzt besser oder schlechter ist, irgendwas zu konsumieren. Dann ist das eingepreist und da können die Leute mit umgehen. Ich möchte auch sagen, Frau Daniel, wir sollten nicht den Ernährungssektor mit dem Energiesektor in einen Topf werfen. Natürlich ist es so, dass im Zuge der Transformation nicht nur die Ernährungsindustrie, die ganze Industrie auf erneuerbare Energiequellen umgestellt werden wird. Das wird kommen und dann werden diese Produkte und auch die Verarbeitungsschritte natürlich extrem emissionsarm sein. Und ich finde es auch nicht sinnvoll, Ernährungsverhalten mit Reiseverhalten zu verknüpfen. Natürlich werden die anderen Sektoren genauso in diese Strategie einbezogen. Netto Null heißt Netto Null. Jeder Sektor muss seinen Beitrag leisten. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und zum Thema Preissignale und wie die Bauern gestellt sind, ich muss daran erinnern, im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik erhalten die Betriebe grosso modo 300 Euro pro Hektar Flächenprämie. Das ist historisch bedingt wegen der Agrarreform. Das kann nur ein Zwischenschritt sein. Es wird jetzt aktuell mehr nachgefragt, was ist denn die gesellschaftliche Gegenleistung für diese 300 Euro pro Hektar? Und deswegen ist es so wichtig, diese Agrarreform weiterzutreiben, dass diese Art von Subventionen nur dann gezahlt werden, wenn zum Beispiel Emissionen reduziert werden. Wir haben hier noch eine ganz andere Frage. Wir kommen wahrscheinlich noch mal auf Emissionsthemen. Da sind noch einige Fragen dazu. Ich habe aber noch eine ganz andere Frage, weil es angesprochen wurde. Alternative Feldfrüchte anzubauen. Das Stichwort war Hafer. Und hierzu war eine Frage aus dem Publikum gekommen. Pflanzliche Milchen sind nicht automatisch Proteinquellen. Gerade von Ihnen angesprochene Hafermilch enthält nur 1% Protein im Vergleich zur Kuhmilch mit 3,4%. Und ich glaube, dazu müsste Frau Daniel oder Frau Bender mal was sagen. Was soll ich da sagen? Wollen wir jetzt auch noch die Hafermilch irgendwie stigmatisieren? Mit Verlaub. Ja, es gibt ein paar echte Probleme. Und die sollten wir anpacken, aber nicht bei jedem Produkt, ob jetzt irgendwie der Veggie-Burger oder was der Teufel was, ja, schon gleich wieder die erhobene Hand. Ich habe eben gesehen, die sind künstlich. Nein, da ist ja nichts künstlich dran, da ist ein Calcium beigesetzt. Es ist ja nicht, ja, wie soll ich sagen, nichts Gefährliches. Also wir haben da, glaube ich, etwas unterschiedliche, wie soll ich sagen, Maßstäbe entwickelt. Und ich kann nur auch als Appell an die Wissenschaftler sagen, Leute, lasst uns da bitte mal ein bisschen Stress rausnehmen und den Leuten vermitteln, hey, ja, das Essen war noch nie so vielfältig wie heute, noch nie so billig wie heute, noch nie so sicher wie heute. Leute, ja, hängt man nicht alles gleich so ganz hoch. Ja, freut euch des Lebens, von allem ein bisschen weniger und das ist die halbe Miete. Sehr gut. Frau Bender, hast du noch? Und ja. Dann gucken wir zur nächsten Frage. Mhm. Klar, also wichtig ist uns einfach auch, dass es den Verbrauchern und Verbraucherinnen bewusst ist, was sie da kaufen, anhand der Kennzeichnung, dass sie sich eben auch mit den Lebensmitteln beschäftigen. Wir zeigen schon auf, das eine ist durch das andere nicht ersetzbar. Also schaut wirklich drauf, was ist da drinne. Dazu muss man sich die Nährwertkennzeichnung, vielleicht auch mal die Zutaten angucken, sich auch damit beschäftigen. Letztendlich ist es auch wichtig, dass eben nicht mit gesundheitsbezogenen Angaben, mit falschen gesundheitsbezogenen Angaben bei Lebensmitteln auch gesundheitliche Vorteile erweckt werden, die nachher zu einer Enttäuschung führen oder die den Erwartungen nicht entsprechen, vielleicht sogar eben auch verboten sind. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Transparenz ist vor allem in Krisenzeiten, aber nicht nur in Krisenzeiten, sehr, sehr wichtig. Und das schafft das Vertrauen. Um nochmal auf die Fleischfrage vorhin zu kommen. Also so wie ich das wahrgenommen habe, in vielen Studien ist es tatsächlich so, es wird gefragt, Verbraucher, bist du bereit, mehr Geld zu bezahlen? Verbraucher sagt, ja, bin ich. Verbraucher geht an die Ladentheke, kauft aber was anderes. Der letzte Schritt fehlt mir. Warum, Verbraucher, hast du jetzt doch was anderes gekauft? Und das wird in vielen Studien gar nicht ersichtlich. Und das wäre ja eigentlich das Wichtige, um zu wissen, wie müssen wir dann ansetzen, damit wir jetzt diesen letzten Schritt des Tuns tatsächlich verändern können. Mhm. Herr Lotze-Kampen und Herr Gerschler haben sich zu Wort gemeldet und dann würde ich noch meine Frage aus dem Publikum rannehmen wollen.
Ja, ich wollte noch zu ergänzen zu Frau Daniel. Ich meine, Frau Daniel hat ja wunderbar die Folie von der Eat Lancet Diet von diesem Teller aufgelegt. Klar, das Leben ist kompliziert, aber aus meiner Sicht ist es auch nicht so kompliziert. Es geht ja nicht um einzelne Produkte, sondern es geht um diese ausgewogene Ernährung mit den entsprechenden Anteilen. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können sich diese Eat Lancet, diesen Teller hernehmen. Ich glaube, das ist eine ganz gute, wenn ich Frau Daniel auch so verstanden habe, als Bestätigung, das ist eine ganz gute Guideline. Und dann Frau Bender, ich meine, ich halte es nicht für sinnvoll, sich über zum Beispiel einzelne Haltungsformen zu unterhalten. Das kann man alles machen, aber ich hoffe, dass ich klar gemacht habe, die grundsätzliche Entscheidung ist, mehr oder weniger pflanzliche Produkte. Und das ist relativ einfach. Da muss ich nicht so viel drüber nachdenken. Und das Interessante ist ja in den Supermärkten inzwischen, das hat sich verändert über die letzten 15 Jahre. Es ist ja nicht so ein großes Problem. Es gibt Regale mit pflanzenbasierten Produkten und Sie können natürlich mehr Obst und Gemüse einkaufen und weniger Fleisch. Der Vergleich jetzt hinsichtlich der Emissionen zwischen verschiedenen Haltungsformen oder zwischen verschiedenen Herkunftsformen ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich von Emissionen her tierische Produkte versus pflanzliche Produkte. Es ging ja bei mir auch nicht, ich möchte das einmal noch ganz kurz ergänzen, es ging ja bei meiner Aussage jetzt nicht um die Emissionen. Es gibt auch Menschen, die noch Fleisch kaufen und solange sie es kaufen und wissen möchten, wie die Haltungsbedingungen gewesen sind, sollten sie auch die Gelegenheit haben, das transparent zu erfahren, um eine bewusste Entscheidung zu treffen. Darum geht es mir. Ganz häufig kommen Fragen von Verbrauchern und Verbraucherinnen. Sollen wir Margarine essen? Ist das gesünder? Oder sollen wir lieber Butter nehmen? Naja, unter welchem Gesichtspunkt fragen Sie denn? Geht es um den gesundheitlichen Gesichtspunkt? Wollen Sie jetzt eher das Klima schützen oder was ist eigentlich der Hintergrund oder soll es beides zusammen sein? Also das sind eben auch wieder differenziertere Fragen. Vielen Dank. So, Herr Gersteuer wollte sich noch dringend zu dem Thema melden. Ja. Daniel, was ich aus einem anderen Vortrag in der Frühjahrstagung erlebt habe, gelernt habe, ist, man weiß inzwischen bei den Ernährungspsychologen und bei den Soziologen, dass auf solche Fragen die Verbraucher die sozial erwünschte Antwort geben. Es gibt, also wir haben auch das Paradox, gibt es eine ganz neue Umfrage, 35% oder ich glaube, es sind sogar 45, aber ich glaube, mindestens 35% behaupten, sie kaufen regelmäßig Bio. Marktanteil 6%. Und in diesem Vortrag war das so interessant, es gibt inzwischen Apps, wo die Verbraucher ihr Ernährungsverhalten dokumentieren sollen. Und am Anfang schreiben die Verbraucher dort rein, dass sie sich immer gesund ernähren, also gesunde, vermeintlich gesunde Lebensmittel. Und die Soziologen sind sich inzwischen einig, nach 3 Tagen ist ihnen das zu mühselig, nicht ehrlich zu sein. Und die ersten 3 Tage lässt man jetzt inzwischen schon immer weg bei der Auswertung, weil man weiß, dass die Verbraucher nicht ehrlich sind. So sind wir Menschen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber nochmal zur Emissionsvermeidung. Es ist ja nicht so einfach, Obst und Gemüse. Vielen Dank, Frau Professor Daniel, dass Sie gesagt haben, wenn ich meine Kalorien alleine mit pflanzlicher Ernährung decken will, dann ist das unter Umständen, hat das mehr Emissionen zur Folge. Fleisch ist eben auch ein sehr effizientes Nahrungsmittel für die Menschen. Und zu Frau Bender nochmal, wenn da manche Haltungsstufen nicht vertretbar sind. Es gab schon immer Neuland, nicht? Beim Tierwohl zum Beispiel. Neuland ist nicht erfolgreich gewesen. Und die Betriebe, die darauf gesetzt haben, die sind da mit ganz bitteren Erfahrungen, landwirtschaftliche Betriebe, wieder ausgestiegen. Und schlussendlich hat man da ja auch mal einen Skandal gehabt, dass konventionelles, also normal gehaltenes Tiere, dass das Fleisch dann mit einem falschen Siegel von Neuland belegt worden ist. Also ich behaupte, in unserem ausdifferenzierten Warenangebot, wenn es eine hinreichende Nachfrage gibt für Fleisch von bestimmten Haltungsstufen, dann wird es auch angeboten werden. Aber da sind wir dran. Wir haben die Initiative Tierwohl und wir verlangen die Haltungs- und Herkunftskennzeichnung. An uns soll es nicht liegen, aber es muss sich dann auch für die Betriebe rechnen. Und die Nachfrage muss da sein. Ja. Frau Daniel wollte noch was dazu sagen und ja, ich wollte ganz kurz noch was in Ergänzung von Frau Bender ja, zu diesen Auslobungen von Gesundheitswert sagen. Ich finde das extrem spannend. Wenn ein europäisches Unternehmen eine gesundheitsbezogene Aussage auf sein Produkt bringen will, muss es einen Antrag stellen, um bei der European Food Standard Agency einen Claim zu bekommen. Ein unheimlich aufwendiges Verfahren. Und selbst mit 100 Millionen Euro ist es großen Unternehmen nicht gelungen, einen Health Claim auf probiotische Joghurt zu bekommen.
Ja, und jetzt kommt eine Welt daher, multimedial, wo ich jeden Morgen schon in der Badewanne fast das Erbrechen bekämpfen muss, weil ich lesen muss, dass ich mehr Gurken essen muss mit dem Gesundheitswert, ja, der Gurke, die Avocado, die mein Darmmikrobiom glücklich macht, etc., etc. Wo ich dann sage, wie kann das sein, dass irgendwelche Hergelaufenen, ja, jetzt sozusagen das Hoheitsgebiet Gesundheit ohne jede Legitimität bekommen haben. Ja, und ja, ich weiß, wir leben in einer pluralen Welt. Das sagt uns ja bloß, das Thema Ernährung will irgendwie, ja, will jeder dann doch für sich haben. Und das würde ich sagen, sollte man dann ganz anders kanalisieren. Ich habe auch schon mal vorgeschlagen, man sollte Journalisten dafür bezahlen, dass sie nicht über das Thema Ernährung schreiben. Aber das wäre auch ein Change in Paradigm. Ja, vielen Dank. Also ich sehe, dass hier ganz viele Fragen nochmal zu dem Bereich der Landwirtschaft kommen. Und da würde ich gerne nochmal drauf zurückschwenken, möchte aber gleichzeitig sagen, dass wenn dringende Wortbeiträge sind, dass ein Diskussionsteilnehmer selber sich zu Wort melden möchte, dass das auch möglich ist und dass das per Handzeichen der Mitte angezeigt wird. Ich denke, wir haben Zeit, 3 Wortbeiträge tatsächlich zuzulassen. Und ansonsten, bis dahin würde ich jetzt gerne einmal versuchen, ein paar Fragen, die uns hier in dem Frage-Antwort-Bereich erreicht haben. Ja? Wie lange wollen wir eigentlich machen? Für die Zuhörer vielleicht. Der Organisator sagt es mir bitte nochmal. Also wir haben bis 11.30 Uhr ursprünglich vorgesehen, aber wir haben bewusst ab bis 12 Uhr, also dann ist Mittagszeit. Okay. Ja, also okay. 12 Uhr machen wir noch. So ist das ja, in der Landwirtschaft. Dank. Ja. Dankeschön, Herr Gasper. Es kommen jetzt ein paar Fragen, ich bitte um kurze Antworten, dass also die Fragen hier nicht umsonst gestellt worden sind. Annemarie Großen fragt, und das ist Vertreterin der Fachschaft, möchte ich dazu sagen, deswegen nehme ich die Frage hier gerne mal vorne weg. Empfinden Sie die Farm-to-Fork formulierten Ziele als realistisch und zielführend? Stichwort, und das ist jetzt sehr fachspezifisch, Auslagerung der Umweltschäden und Carbon Leakage. Wer möchte dazu was sagen? Herr Lotze-Kamp, Herr Gersteuer, Frau Völkratzen? Ja, das ist natürlich ein Problem. Es hat eben mit internationalem Handel zu tun, aber das haben wir ja schon besprochen. Also es braucht eine Strategie. Das ist beim Emissionshandel im Energiebereich genauso wie im Agrarbereich. Man braucht natürlich eine Strategie, wo es internationale Kooperationen gibt. Also man kann die Verlagerung, wenn man jetzt Maßnahmen im Inland ergreift und man möchte verhindern, dass wettbewerbsverzerrende Importe reinkommen, kann man natürlich über Grenzausgleichsmaßnahmen nachdenken. Das wird auch diskutiert im Rahmen vom Emissionshandel. Da muss man aber sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, dieser ganze Umbau wird nur funktionieren, wenn es internationale Kooperationen gibt. Und seit wir eine neue US-Regierung haben, stehen die Zeichen jetzt ja auch ein bisschen besser, dass das vielleicht in Zukunft auch funktionieren könnte. Okay, vielen Dank. Dann nächste Frage von Frau Judith Ostendorf. Es gibt viele Analysen zur CO2-Bepreisung, um die Produktionsverfahren zu steuern. Zertifikate für vernässte Moore, Humuszertifikate, Einbeziehung der synthetischen Düngemittelproduktion in das Emissionshandelssystem ohne kostenlose Zuteilung der Zertifikate. Und jetzt die Frage, wo sehen Sie eine Einstiegsmöglichkeit, die Landwirtschaft in die Bepreisung zu integrieren? Und ist es möglich, irgendwann ein CO2-Bepreisungssystem für alle Sektoren, Ausweitung des EU-ETS-Bereichs zu erreichen? Lange Frage. Herr Gerstreuer hatte sich als erster gemeldet, dann los. Also, ist ganz gut, finde ich, zum Schluss der Diskussion, dass wir es mal in einen größeren Rahmen stellen. Ich glaube, wir werden das Klimaproblem nicht bewältigen mit Ernährungsempfehlungen oder mit Labeln oder mit persönlicher, also wenn man das Große, den großen Rahmen sieht, dann sind sich eigentlich alle einig, zumindest die Ökonomen, und davon halte ich sehr viel, was die Ökonomen sagen, es gibt auch andere Gesichtspunkte, ist klar, dass wir es nur schaffen, wenn wir THG-Emissionen, also klimarelevante Emissionen, teuer machen. Weil dann gibt es einen Innovationsschub, dann gibt es ein Interesse, das zu vermeiden. So, das müsste man aber weltweit tun, weil sonst habe ich diese Carbon-Leakage-Effekte, dass ich die Produktion woanders hin verlage.
Und diese Frage beantwortet Farm to Fork zum Beispiel nicht, weil die nur pauschal sagen, 50% weniger Düngung, 50% weniger Pflanzenschutz. Und schreiben dann, wie sie das schaffen wollen, steht dann nur drin, ja, auch mit Ordnungsrecht. Das würde bedeuten, wir wären nicht mehr wettbewerbsfähig und man wird die Produktion woanders hin verlagern, wo wahrscheinlich weniger klimaeffizient produziert wird als in Deutschland, denn wir sind gerade in der Tierhaltung, aber auch im Pflanzenbau sehr klimaeffizient. Dazu gibt es folgende Frage, die vielleicht gleich mitbeantwortet würde dadurch, nämlich wie kann man eine Abwanderung der Tierhaltung in günstig produzierende Länder verhindern, die schwerer nachverfolgbar bzw. regulierbar sind? Erzeuger in Deutschland stehen da als Hochlohnland oft im Spannungsfeld. Gefragt von Alina Scheidner. Also wenn wir eine CO2-Bepreisung weltweit machen würden, wäre das gar kein Problem, dann wäre das im Wettbewerb neutral. Da wir aber nur ein ETS haben, beziehungsweise jetzt inzwischen ja auch noch ein nationales Emissionshandelssystem, brauchen wir dringend diesen Grenzausgleich. Das heißt, wir brauchen dieses Carbon Border Adjustment, was man zum Beispiel beim Stahl, der europäischen Stahlwirtschaft zugestehen will, um zu vermeiden, dass weniger klimagünstig erzeugter Stahl hineinkommt, weil er einen Wettbewerbsvorteil hat, dann bräuchten wir das in der Landwirtschaft auch. Aber darüber kann man reden. Man muss über die Einführungsphase reden. In der Einführungsphase dürfte die Landwirtschaft für die Rechte kein Geld ausgeben müssen. Und dann würde es wahrscheinlich irgendwo einen Abbaufahrt geben. Aber wie gesagt, wenn man das die Leakage-Effekte verhindert und für Wettbewerbsgleichheit sorgt, übrigens die Direktzahlungen werden dafür auch benötigt, schon für die vorhandenen Auflagen. Aber wenn man dieses Carbon Border Adjustment vielleicht als generelles Modell sieht, dann kann man sich auch eine CO2-Bepreisung vorstellen. Letztendlich ist das aus unserer Sicht auch global gesehen die einzige Maßnahme, die auch wirklich funktionieren kann. Herr Lotze-Kampen hat sich zu Wort gemeldet. Ja, das freut mich sehr. Das ist ja genau das, was ich vorgeschlagen habe und was die Zuhörerin da gesagt hat. Die Frage, das ist natürlich genau der goldene Weg, entweder einen Emissionshandel auf alle Sektoren zu erweitern oder eine einheitliche CO2-äquivalente Steuer auch auf Methan und Lachgas zu erheben. Und das würde aber natürlich dann dazu führen, dass eben Fleisch teurer wird. Ne? Das ist genau die Konsequenz. Also man kann natürlich auch auf der Nachfrageseite nachsteuern. Und in gewisser Weise, das ist jetzt aber ein bisschen kompliziert, also Grenzausgleichsmaßnahmen, im Prinzip geht das. Das ist aber juristisch sehr, sehr kompliziert. Also, und die Diskussion war im Energiesektor genau die gleiche. Da wurde auch immer gesagt, wenn wir jetzt anfangen, hier zu besteuern, dann wandern wir alle ab. Also wenn man so diskutiert, dann verschiebt man die Lösung des Problems auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Irgendwo muss man anfangen. Und implizit ist durch das Burden-Sharing im europäischen Klimaschutzgesetz, ist der Agrarsektor mittelbar auch schon involviert, wenn nämlich die Ziele im Agrar- und Ernährungssektor nicht erreicht werden, die jetzt schon festgelegt sind, dann müssen nachher aus dem Emissionshandel Zertifikate zugekauft werden. Das haben viele auf der politischen Ebene noch nicht so richtig realisiert, das wird richtig teuer werden. Aber auf jeden Fall ist das der richtige Weg, den Agrar- und Ernährungssektor voll einzubeziehen in die Emissionsbepreisung, weil das nämlich auch verlässliche Rahmenbedingungen gibt. Dann sind nämlich die Erwartungshaltungen genau die gleichen. Wenn man ungefähr weiß, wie der Preispfad hochgeht, dann können sich die Akteure auch darauf einstellen. Ja, super. Das holt ein bisschen die Frage ab von Hanne Hohnerlagen. Die Frage ist zugespitzt. Wir wollen alle das Gleiche, aber wer schafft den Vorschlag für eine klare Umsetzung? Schafft es diesen, der Politik vorzulegen, sowie an den Landwirt und an die Gesellschaft zu kommunizieren? Wer macht konkret diesen ersten aktiven Schritt? Und der Hintergrund war, dass sie sagte, sie geht mit der Ansicht von Herrn Gerststeuer, dass der Emissionsanteil der Tierhaltung in der Gesellschaft relevanter ankommt, als er im Vergleich zu anderen Sektoren sein mag. Aber die Ziele sind gesteckt und der Gedanke in der Gesellschaft vorhanden. Sich die ganze Zeit über Unfairness zu unterhalten, ist klasse zum Frust ablassen, macht aber nicht aktiv. Und daraufhin fragte sie, wer macht den ersten Schritt, wenn wir denn alle das Gleiche wollten? Gut, ich habe ja eben ein Modell vorgeschlagen. Nur wie gesagt, wir müssen die Wettbewerbseffekte da rausnehmen. Weltweite Rechtehandel ist noch nicht in Sicht. Wenn wir es europäisch oder national machen, brauchen wir diesen Grenzausgleich, damit wir im Wettbewerb gleichstehen. Sonst exportieren wir die Emissionen und damit ist dem Klimaziel überhaupt nicht gewonnen. Denn es ist ja egal, wo die Emissionen nachher produziert werden. Und es wird dann nicht nur Fleisch teuer, sondern alles, was Klimagase emittiert, also Flugreisen, Auto kaufen,
Heizöl, alles wird teurer dann. Wir haben ja in der Energiewende mit dem EEG den Strom billiger gemacht, zum Teil, jedenfalls im Einkauf. Das war vielleicht auch das falsche Signal. Nur bevor wir Fleisch teurer machen, bitte nochmal dran denken, wir brauchen dann erstmal und nicht nur in Niedersachsen für ein paar beratende Milchviehbetriebe, sondern generell die betriebsindividuelle Erhebung der Treibhausgaseffizienz, damit wir die effizienten Tierhaltungsformen nach vorne bringen und nicht einfach nur stumpf Bestandsabbau machen, denn dann exportieren wir es auch nur wieder. Nochmal ein ganz bisschen andere Richtung mit der Frage von Herrn Verret. Seine Aussage, Erhöhung der Ressourcen der Rohstoffproduktion auf vorhandener Fläche. Bis 2050 steigt die Bevölkerung Asiens um 25% auf 5,3 Milliarden. Nord- und Südamerika um 29% auf 1,2 Milliarden, für Afrika auf 2,5 Milliarden an. Dies bedeutet, dass laut FAO bis 2050 auch lediglich 8% für Ackerbau zur Verfügung stehenden Erdoberfläche eine Verdopplung der Nutzpflanzenproduktion auf derselben Fläche zur Welternährung erfolgen muss. Wie stellen Sie sich das vor? Wollte Frau Daniel dazu was sagen oder zu was ganz anderem? Nein, ich wollte dazu was sagen. Ja, gerne. Ja, wir sind jetzt sozusagen auf der Metaebene. Ja, und die Prognosen für die Weltbevölkerungsentwicklung, man hat sie immer wieder korrigiert, aber ja, wir laufen auf die 9,5 bzw. 10 Milliarden bei 2050 zu. Und gerade Afrika, und das wurde ja auch von Herrn Lotzekampen schon angesprochen, Sub-Saharan Afrika, ja, wenn der Klimawandel zuschlägt, ja, dann haben wir dort Probleme, die sind jenseits von allem, was wir bisher diskutiert haben. Migration, also Probleme gigantischen Ausmaßes. Da wird alles, was wir heute hier diskutiert haben, für diesen bescheidenen deutschen Markt irrelevant. Und hier, glaube ich, ja, kommt ein ganz großer Auftrag für die Fakultäten, wie auch die Fakultät in Kiel. Ja, wir müssen als Land des Engineerings, als Land exquisiter Wissenschaft, mit einer Wissenschaftslandschaft, um die uns die ganze Welt beneiden kann, unsere Verpflichtung für diese großen Ziele der Welternährung anders einlösen. Ich sage das jetzt, ich habe die Universität verlassen, ich war in diesem System auch drin, ich kenne die ganzen Leitindikatoren, an denen wir heute Wissenschaft messen, das sind die Impact-Faktoren, der Hirschindex, ja, die Euro und weiß der Teufel was. Wir fragen nicht mehr, was liefert Wissenschaft für das große Ganze. Und da, glaube ich, würde ja ein großer Effekt auftreten können, wenn sich die Fakultäten wie in Kiel und in Weinstephan und in Hohenheim und in Gießen und in Bonn auch diesem Thema annehmen und sagen, hier können wir mit dem Schulterschluss von ganz vielem, was unter unserem Dach stattfindet, für die Menschheit etwas liefern, jenseits ja, von all diesen Nitty-Gritty-Dingen, die wir in Deutschland da irgendwie bespielen. Sie sind schon auf der Zielgeraden mit dem Appell angekommen. Ich glaube, das geht direkt in Richtung unseres Dekans, der das auffängt und es vermutlich sofort in eine überregionale Kooperationsstrategie umwandelt. Karl, ich sollte jetzt an dich übergeben, denn ich glaube, mit einer Minute bis 12 Uhr ist es, glaube ich, gut, wenn du einen Schluss ziehen kannst, um uns aus dieser ersten digitalen Hochschultagung wieder herauszuführen. Ja, danke. Ja, war eine schöne Diskussion, die wir sicherlich noch erweitern können, aber zeitlich muss es irgendwann mal Schluss sein, sonst wir haben jetzt 400 Teilnehmer durchgehend gehabt und haben jetzt 350 noch bis zum Schluss gehabt und das ist schon mal, glaube ich, ein großer Erfolg. Im Audimax habe ich vorhin gesagt, den 1000, das war natürlich nur, wenn man oben auch noch aufmacht. Also eigentlich, glaube ich, waren 700 der Rekord. Also von daher sind wir ganz gut dabei für die erste digitale Hochschultagung. Und es war es wirklich das erste Mal möglich, dass wir hier Fragen, also ne, gerade die Vormittagsveranstaltung nach den Plenarvorträgen, dann wenn ein, zwei, drei Fragen zugelassen, das war's. Diesmal haben wir wesentlich mehr Fragen
beantworten können. Das ist und ich darf um Entschuldigung bitten, wir haben wirklich nicht alle untergekriegt. Ja, wir kriegen nicht alle. Es sind wirklich interessante Fragen. Ja. Ich verspreche, Sie kommen an die Referenten ran. Genau, also das war trotzdem mehr, als es sonst vormittags möglich ist. Sonst hatten wir Nachmittagsveranstaltungen, da sind natürlich noch Fragen möglich gewesen. Also das ist ein Vorteil, man muss ja mal das Positive sehen in dieser Krise. Ja. Und das war ein Vorteil und ich kann das nur aufgreifen, was Frau Daniel eben zum Schluss nochmal sagte. Genau das ist unser Ziel. Das hatte ich ja versucht in meinem Eingangsreferat auch zu machen, zu sagen, dass wir natürlich so gut aufgestellt sind, dass wir solche systemrelevanten und als Systemwissenschaft auch aufnehmen können. Und die Kieler Fakultät, Frau Dahlen, das wissen Sie nicht so, da habe ich jetzt nicht so erwähnt, die Frau Fulda hat es erwähnt, Afrika haben wir uns durchaus ausgesucht. Wir sind nicht so groß, ne, wie Hohenheim zum Beispiel mit 50 Professoren, wir haben 30. Aber Afrika ist genau der Kontinent, den wir uns ausgesucht haben in Zukunft für eine Kooperation und der baltische Raum, weil das einfach naheliegend ist, ja, dass wir hier auch mit der Universität Rostock da zusammenarbeiten vielleicht in Zukunft, da bin ich gerade dran. Also das zu dem Thema, sonst fachlich will ich das nicht alles zusammenfassen, aber die ganzheitliche Betrachtung, das kam ja deutlich raus, ne? Das ist genau das Ziel und das kann eigentlich nur eine Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät machen und wir brauchen neue Leitbilder, ne? Da bin ich völlig d'accord. Und wir brauchen Entscheidungen, bei den Entscheidungen müssen wir aber die Landwirte mitnehmen. Und da kann ich nur Herr Gerstauer zustimmen, dass da viele Betriebe jetzt leider gerade der Schweinesektor nachlässt. Ich komme selbst aus einem Schweinemastbetrieb. Ich weiß das und das ist wirklich dramatisch. Ja? Und das bringt uns nichts, alles auszuverlagern und die Lebensmittel dazu importieren. Also da müssen wir die Landwirte mitnehmen, das ist völlig klar. Deswegen machen wir ja auch die Hochschultagung. Ne? Das ist ja genau der Punkt, um dann auch die Sorgen zu hören. Und auch die Hinweise, die zu mehr Praxisrelevanz noch führen könnten. Aber ich muss noch mal darauf hinweisen, wir sind natürlich an der Universität, wenn wir verglichen mit den anderen Fakultäten. Und das heißt, wir müssen schon eine anwendungsorientierte Grundlagenforschung machen weiterhin. Und die Mechanismen, wie gesagt, Funktionen und so weiter von pflanzlicher und tierischer Produktion weiterhin im Auge behalten. Ja, also von daher möchte ich allen danken, Frau Daniel, Herrn Lotzekampen, für die Referate, ne, für die Plenarvorträge, Ihnen alle für die Diskussion, allen, die bis zum Schluss durchgehalten haben, jetzt noch 340 Teilnehmer und natürlich dem Organisationsteam, da gehört natürlich die dazu, die man immer nur mit Bildern hier sieht, nämlich die Frau Brechtefeld als Fakultätsgeschäftsführerin und die Frau Sackau als Pressereferentin, die hier maßgeblich, wir haben das geübt, ja, das haben wir nicht dem Zufall überlassen, maßgeblich hier mitgewirkt haben und dass das Ganze hier zum ersten Mal stattfindet als digitale Hochschultagung. Also meinen großen Dank an allen, ne, für die Aufmerksamkeit und für das Interesse an dieser ersten digitalen Hochschultagung. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr zur gleichen Zeit wieder in Präsenz sehen können. Ansonsten machen wir das nochmal so, weil das ja nicht so schlecht war. Das zum Ausblick und dann, ja, jetzt ist Mittagszeit. Mit diesem Thema, denke ich mal, dürfte der Appetit gestiegen sein. Ich hoffe es und nicht gesunken. Ja? Also bis dahin, wir sehen uns wieder. Ja, vielen Dank und nochmal und tschüss an alle.